Hallo Steinchen-Fans, herzlich willkommen zurück in der Bausteinecke. Mein Name ist Matthias und schaut mal, was ich hier Schönes für euch mitgebracht habe. Ein Blumenbukett von Huiji, die HJ89007 aus 663 Klemmbausteinen, zugegebenermaßen größtenteils sehr, sehr kleinen Klemmbausteinen für 39,95 Euro. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, wenn es so aufgebaut ist, aber bis man dahin kommt, zeige ich euch gleich. Wir kommen erstmal zur Box. Die sieht so aus. Ich finde das Bukett, wenn das hier so zusammensteht, sehr, sehr schön. Ich hatte leider keine Vase, die dafür groß genug gewesen wäre. Und auf der Rückseite sehen wir es einfach nochmal. Auch, dass die Blumen bis zu 50 cm groß werden. Aber hier unten die Angabe, dass das Ganze nur an den Stängeln einen Platz von 5x5 cm bräuchte. Das halte ich dann doch für ein Gerücht, aber es steht zumindest auf der Packung. Hier haben wir die Anleitung, Klammer gebunden, was ich prinzipiell sehr schön finde. Die alten Bauschritte werden jeweils ausgegraut, also nicht wirklich in der Farbsättigung runtergenommen, aber hier bei dem Lavendel zum Beispiel wird es leicht lila, während es hier bei dieser anderen Blume einfach leicht orange wird. Also es ist nicht wirklich in der Farbsättigung runtergenommen, aber es werden einfach alle Teile, egal welcher Farbe, in einen sehr, sehr entsättigten anderen Farbton gebracht. An sich alles überhaupt gar kein Problem. Ist im Großen und Ganzen auch sehr gut von der Anleitung her, aber, ein Aber gibt es leider nochmal, schaut euch mal dieses Bild an. Das ist wunderbar hübsch und scharf. Und wir gehen auf die nächste Seite, gucken uns dieses Bild an. Das hat Doppellinien. Das liegt jetzt nicht an der Kamera, das tut es oft genug, aber dieses Bild ist einfach unscharf. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also an der Qualität der Anleitung könnte Huiji auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Ich sag mal vorab, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Blumen. Mir ist zwar eben im Chat zu der einen oder anderen Blume gesagt worden, wie die heißt, aber ob das wirklich so ist, und ob ich mir den Namen merken kann, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Deswegen, ich zeige sie euch einfach mal als Blümchen. Und ja, sind halt Blümchen. Ne? Das hier wurde zum Beispiel Orchidee genannt. Ob das wirklich eine Orchidee ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der hier an, von der ich euch eben das, als letztes das Bild aus der Anleitung gezeigt habe. Finde ich sehr, sehr schön. Ist auch sehr gut aufgebaut. Ich finde das sehr, sehr cool, dass sie hier Flügel genommen haben als Blätter. Das haben sie bei einigen gemacht. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch wie hier innen drin die Knospe aufgebaut ist. Das gefiel mir sehr, sehr gut, auch wenn die Kamera jetzt natürlich wieder nicht ordentlich fokussiert. Ein kleiner Wermutstropfen vorab. Hier der Stiel. Also sehr, sehr positiv finde ich, dass die langen Achsen dabei sind. Ich weiß nicht genau, wie lang die sind, aber ich würde mal schätzen, irgendwas zwischen 28 und 30 Noppen sind die lang. Davon sind sehr, sehr viele dabei als Stiel. Hier oben der gebaute Teil des Stiels ist natürlich bei fast allen Blumen gleich, damit sehr redundant und nicht ganz so spannend zu bauen, sage ich mal. Aber trotzdem die Gestaltung der Blüte oben, gerade hier oben mit den kleinen Blättern und den Slopes dran, finde ich sehr, sehr hübsch gemacht. Die nächste Blume, nämlich die Orchidee, zeige ich euch mal hier in dieser Kameraansicht, weil man sie einfach in der Baukamera nicht gut zeigen kann. Das finde ich auch sehr, sehr schön gestaltet. Wir haben erstmal im Grunde genommen zwei Äste gebaut. Aus ganz, ganz vielen gebogenen Achsverbindern. Und dann, wobei das kann ich euch doch in der anderen Kamera zeigen, ganz, ganz viele Blüten und Knospen da dran gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber einen großen, großen, großen Nachteil habt ihr gerade schon gesehen. Auch wenn jetzt nur eine Blüte abgefallen ist, aber diese Blüten auf den Blütenhaltern halten leider nicht wirklich gut. Trotzdem, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Orchidee. Mir gefällt einfach hier diese Verknospung überall, das gefällt mir wahnsinnig gut. Hier und genauso hier, das ist für immer weg, das Teil, würden eigentlich noch hier Blütenhalter drankommen. Also hier würde eigentlich noch einer drankommen, der fällt immer ab. Hier fallen die Blüten immer ab.
Deswegen habe ich es jetzt abgelassen, auch für das Video. Ja, da ist einfach leider die Steinequalität nicht ganz gut genug für. Und ich muss leider sagen, wenn wir nachher zum Lavendel kommen, da brauchen wir über Steinequalität nicht mehr reden. Also hier die beiden lassen sich wunderbar bauen. Auch die meisten hiervon. Hier diese. Ich zeige es euch mal als nächstes. Ha. Fast meine Lieblingsblume. Ganz, ganz vorsichtig. Jetzt ist schon ein Lavendelteil abgefallen. Das hier ist laut meiner Zuschauer eine Zyantheme oder irgendwie sowas soll die heißen. Ich würde eher sagen, das ist entweder das Maul von einem Raumwurm oder ein interstellarer Bohrer oder irgendwie sowas, der sich gerade durch den Planeten gräbt. Aber es soll wohl eine Blumenblüte sein. Ebenfalls wieder mit den Flügelblättern. Finde ich sehr, sehr schön. Man kann das hier auch noch ein bisschen einstellen, wie man das möchte. Ob die Blüte ein bisschen offener oder ein bisschen geschlossener ist. Es sind sehr, sehr viele von diesen Klauen dabei, mit denen man das halt dann darstellt, dass die hier vorne so stachelig ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Und die lässt sich auch wirklich gut bauen. Die ist auch stabil danach. Das passt alles. Tue ich mal hier rüber. Dann kommen wir hier zu dieser Rose. Auch die finde ich sehr, sehr schön gebaut. Auch die ist gar kein Problem, was die Haltekraft angeht. Hier haben wir sogar noch Dornen dazu. Das ist eine sehr langstielige Rose also. Und auch hier können wir die Blütenblätter im Grunde genommen weiter aufmachen oder weiter zumachen, je nachdem, wie verblüht die Rose halt schon sein soll. Wobei weiter zu als so geht es nicht. Sehr, sehr schön gestaltet finde ich auch hier den Übergang von Stiel zur Blüte hin. Das ist im Grunde genommen mit einer 1x1 Klemmen und so einem kleinen Slope gelöst, wo man dann vier Stück von anordnet, die dann halt eben diesen Übergang bilden. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ist leider nicht bei allen Blumen so, aber bei einigen haben sie das gemacht. So, mal schauen, ob ich die hier ordentlich reinbekomme. So. Bei dieser Blume hier habe ich wieder ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Hat einen sehr, sehr hellgrünen, limegrünen Stängel. Aber der Übergang ist dann wieder in normalem Grün. Auch hier könnten wir jetzt die Blütenblätter natürlich wieder verstellen. Jetzt kommen wir zur vorletzten schönen Blume. Nein, zur letzten schönen Blume. Die vorletzte hatten wir gerade. Und da fällt schon wieder ein Teil ab. Und das ist diese hier. Auch diese hier lässt sich wunderbar bauen. Wie gesagt, wenn man keine Blumen mag, ist gerade dieser Teil hier und auch im Grunde der Grundaufbau der Blumen ist immer gleich. Daher ist es sehr, sehr redundant und ein wenig monoton sogar. Aber wenn man Blumen mag, dann ist das trotzdem sehr, sehr schön. Vor allem das Endergebnis. Das lässt sich ja sehr gut sehen. So, auch die kommt zurück und jetzt kommen wir zum absoluten Grauen. Wir haben nämlich hier einmal so einen roten Stängel. Ne, den zeige ich euch nicht in der Kameraansicht. Den zeige ich euch so. Wir haben hier einmal so einen roten Stängel. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Blume sein soll. Ich habe keine Ahnung, warum man sich sowas in die Vase stellt. Es ist ein Stock mit bisschen Rot dran. Und da kommen wir jetzt zum ganz, ganz, ganz großen Problem. Diese, wie heißt es jetzt? Blütenhalter. Die Qualität ist unterirdisch. Die Qualität dieser Teile ist absolut unterirdisch. Und wenn ich mir jetzt mal einfach nur die Mühe mache, das so rumzudrehen, dann seht ihr auch warum. Hier ging es jetzt sogar noch. Wenn ich das gleich mit dem Lavendel mache, dann fallen da noch viel mehr Teile ab. Nicht nur, dass diese Blüten auf diesen Blütenhaltern überhaupt keine Klemmkraft haben, die Blütenhalter an sich sind auch von der Qualität selbst einfach wahnsinnig schlecht. Wenn ich mal hier diese eine Blüte abmache, da wo es hält, deswegen hält es da auch, und euch das dann nochmal in der großen Kameraansicht zeige,
dann seht ihr, dass da ein wahnsinniger Gussgrad dran ist. Also auch bei dem oben drüber, das ist wieder ein abgefallen. Ich meine jetzt vor allem den hier, da ist ein wahnsinniger Gussgrad dran. Also die Qualität dieser Teile ist wirklich, wirklich unterirdisch. Und zwar sowohl hier in der Aufnahme, die ja hier in der Orchidee noch halten sollte, was ja schon nicht hält, als auch von diesen Gussgraten, als auch von der Klemmkraft, von den Blüten auf diesen Teilen, das ist nichts. Das ist einfach nur Mist. Genau das gleiche haben wir natürlich auch beim Lavendel. Wenn ich immer hier ganz vorsichtig zu tauschen versuche. Den Lavendel an sich finde ich schön. Ich muss sagen, ich finde den von Sembo, die 601253, finde ich noch schöner. Aber der ist trotzdem schön gestaltet. Es ist ein schöner Lavendel. Aber der von Sembo hat auch noch eine gute Qualität. Wenn ich das jetzt hier auch nochmal mache. Ich muss es nicht mal schütteln. Also ich kann mal ein bisschen schütteln, da fallen noch mehr ab. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach nichts. Das ist einfach keine Qualität, die ich mir heutzutage in einem Set für 40 Euro erwarte. Von daher muss ich wirklich sagen, die anderen Blumen sind super. Wenn ihr die anderen Blumen mögt, sehr, sehr gerne. Aber kauft euch den Lavendel von Sembo, tauscht ihn aus, nehmt hier die Teile für was auch immer. Damit habt ihr keinen Spaß. Mit diesem Lavendel, der macht auch beim Bauen, das ist das erste Set, was man baut, ist die erste Blume, die man baut, und ich war wirklich eben am Überlegen, ob ich es einfach sein lassen soll. Weil mich diese Blume so sehr genervt hat, dass ich echt der Überlegung war, einfach das ganze Bukett nicht vorzustellen. Wenn ihr sie trotzdem bauen wollt, einen kleinen Tipp dazu. Ihr baut hier diese Stängel im Grunde genommen einzeln und macht die danach dann an den Stiel. Ihr sollt immer eine Ebene bauen, die Blüten dran machen, nächste Ebene bauen, Blüten dran machen. Macht das nicht. Auf gar keinen Fall. Baut alle drei Stängel. Die sind sehr, sehr redundant gebaut. Das ist immer genau das Gleiche. Nur die Höhe ist verschieden. Baut diese Stängel und fangt dann an, die Blüten aufzusetzen. Und zwar haltet es unten fest und dann von oben nach unten, aber jeweils immer erst die drei unteren und dann die drei oberen. Dann die nächste Ebene, die drei unteren, dann die drei oberen. So kommt ihr halbwegs rund, ohne dass ihr die Blüten, die ihr schon aufgebracht habt, nochmal berühren müsst. Weil sobald ihr die berührt, fallen die einfach runter. Also wie gesagt, das hat keinerlei Klemmkraft hier. Oh, die eine hier schon. Die hält ausgesprochen gut. Also für den Rest hält die ausgesprochen gut. So könnt ihr diesen Lavendel dann bauen. Spaß ist was anderes, sage ich ganz klar. Also das ist wirklich... Nee, einfach nee. Wie gesagt, diese beiden Blumen, also hier diesen Stängel und den Lavendel, den kann man gerne weglassen. Der Rest von dem Bukett ist wirklich, wirklich hübsch. Gerade die Orchidee gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Muss ich einfach so sagen. Und hier in der Kombination weiß mit gelben Blüten hält es auch auf einmal. Da war jetzt die eine, die da abgefallen war, aber die restlichen halten. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht hat sich das Plastik bei weiß in der Farbe ein bisschen anders ausgedehnt oder keine Ahnung, was auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Kombination hält. Der Rest ist Mist. Muss ich einfach so sagen. Ganz klar. Ich denke, damit ist das Wichtigste gesagt. Ich danke euch sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas gebaut wird, kommt doch gerne Mittwoch, Freitag oder Sonntag um 20 Uhr mal auf Twitch vorbei. Und da haben wir eine schöne Zeit und bauen was Schönes. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Baut was Schönes. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.